Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Dead in Wineland, wo Kari ihre Hose verloren hat. Ich sagte, wer hat meine Hose geklaut? Wütend. Hehe. Huhu, Bärenjunges Kari hat ihre Hose verloren. Schon wieder? Das ist nicht mehr witzig, Shana. Gib sie mir zurück. Du bist manchmal so ein Kind. Arg, werd erwachsen. Kari wütend? Du kannst mich mal. Kari macht grimmig kehrt und will zurück zum Lager, nachdem sie hinter Shana hergerannt ist. Aber Shana wirft ihr einen ekelhaften Haufen Dreck hinterher, direkt in die Haare. Shana ist beste Werferin, genau ins Ziel. Igitt, aber du bist eine verdammte Idiotin, oder was? Ich glaube, das war's mit der Lesbierin-Beziehung. Du regst mich auf. Kari setzt sich in den Dreck und fängt an zu weinen. Shana fühlt sich dumm. Sie nähert sich langsam, der armen Kari. Tut mir leid, Kari, Freundin. Shana entschuldigt sich, wollte nichts Böses. Eine Träne läuft aus Shanas Auge. Tut mir leid, gebrüllt zu haben. Ich bin nur so müde. Schnief Kari nicht böse auf Shana? Nein, Dummkopf. Ich mag dich so, wie du bist, das weißt du. Gott sei Dank. Plötzlich greift Kari Shana an und drückt sie zu Boden in den Dreck. Du bist mir in die Falle getappt, Dummkopf. Jetzt gewinne ich. Die beiden ringen auf dem Boden. Kari hat die Oberhand und greift fest nach Shanas Hände. Shana gelingt es, sie umzudrehen, so dass Kari neben ihr liegt. Sie drückt sie auf den Boden, gegen ihre Brust. Kari kann das Bein zwischen Shanas Beine schieben und sie zur Seite rollen. Während des Kampfs reißt Karis Hose, aber sie lacht darüber und ringt weiter mit ihrer Freundin. Sie machen eine Weile weiter, lachend und verschmiert. Sie zögern nicht, ihr Gegenüber fest anzupacken, aber manchmal ist die Berührung weicher, wie zwei Tänzerinnen, die sich an der Taille halten. Sie kehren dreckig und ausgelaugt zurück ins Lager, doch sie sind sich näher als zuvor. Hm. Aber sie sind widerlich. Könnte das das falsche Signal sein? Weil ich hab Essen, um die Wand zu beschmeißen eigentlich. Na, willst du direkt Durchfall haben? Ah, passt schon. Oh, stimmt ja, die war ja noch vergiftet. Tja, es ist der Tag, wo wir Besuch kriegen und es ist schon wieder regnerisch. Also selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, wäre das Wetter richtig scheiße gewesen dafür. ...60% Wahrscheinlichkeit, die Vergiftung zu heilen. Ist aber Krankheit, ne? So, komm mal rüber.
dann erntest du halt einmal Hanf. Tja. Das Schaf wird alt und stirbt. Was richtig kacke wäre, weil wo soll meine Wolle herkommen? In Zukunft. Maximal Lagerbevölkerung auf 12. Zwei Charaktere dürfen erkunden. Ach schön, minus 25% Wahrscheinlichkeit, während des Erkunden einen Kampf auszulösen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Stoff. Plus 25% Gesundheit beim Umgang mit Tieren. Gesundheit verschlimmert sich 25% langsamer, wenn alt. Das wäre eigentlich auch ein gutes Ziel. So, bitte schaff es sofort, die Vergiftung aufzuheben. Danke. Jetzt haben wir natürlich den Hanf verschwendet. Verschwendet ist vielleicht übertrieben. Übertrieben! Mein Gott. Da ist heute richtig, ich habe mein Zeit. Da ist heute richtig, ich habe mein Zeitgefühl verloren. Tributtag, ja. Dieser Blutsauger Elof wird uns wieder das Blut aussaugen. Unsere ganze Arbeit ist umsonst. Ich arbeite ja schon nicht gerne für mich selbst. Aber für andere ist es ein Albtraum. Tja. Wer soll antworten? Glodewitt. So wunderschön wie möglich, wenn man die Umstände bedenkt. Willst du mir etwa sagen, dass ich der Höhepunkt eines Tages bin? Also deines Tages bin? Schmeichle ihm. Ja, du bist eine große Interessenspitze in meiner langweiligen Hausfrau... in meinem langweiligen Hausfrauenleben. Wirklich? Natürlich. Wir sehen hier nicht viele Leute außer dir. Dein Kommen ist ein wiederkehrendes Ereignis im Lagerleben. Ein Referenzpunkt. Naja, ich stehe euch gerne zu Diensten. Ich sollte dann öfter vorbeischauen. Arr, arr. Heute bin ich guter Laune, daher werde ich nur das verlangen, weshalb ich hier bin. Nicht mein Anteil. Bin ich nicht toll? Das ist das, was wir haben. Ich fürchte, dass wir dir nichts geben können. So sieht's also aus, was? Ihr habt mich den ganzen Weg umsonst hier reiten lassen, das ist gemein. Deine Entscheidung, rechnet bald mit vielen Gästen. Oh, und bevor ich es vergesse, das nächste Mal verlange ich 30 Bier. Viel Spaß noch. Oh.
Dabei ist 30 Bier noch nicht das Schlimmste. Ich kann noch bei der Bierbrauerei es so einrichten. Dass wir nur einen Weizen, also dass wir einen Weizen weniger verbrauchen. Aber ja, es ist schon doof. Weil morgen werde ich gut verprügelt. Prügel mich den ganzen Tag, so viel wie du magst. Prügel, prügel. Ins Gesicht, wer mag das nicht? Dabei finde ich, wir sind ja schon einige. Sie schafft es nicht ganz. Hätte er es vielleicht geschafft? Ich weiß es nicht. Obwohl doch, er ist der Beste in Herstellung. Hätte ich nochmal vorher tauschen müssen. Dum, 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 dum. Eine riesige Muschel. Muschel untersuchen. In der Flasche kannst du eine dicke, dunkle Materie sehen, die den ganzen Boden der Muschel ausfüllt. Du bist aber trotzdem der Meinung, dass sich etwas darunter befindet. Du berührst das dunkle Innenleben. Es ist ganz matschig und riecht nach Gezeitenwasser. Das muss die Molluske sein, die in der Muschel lebte. Sie scheint fest mit der Muschel verbunden zu sein. Du beschließt also, sie abzuschneiden, das Innere zu untersuchen. Irgendeine stinkige Flüssigkeit tritt aus und offenbart die letzte Mahlzeit der Molluske. Der Fisch sieht noch immer frisch genug aus, um ihn zu essen. Es wäre trotzdem sicherer, ihn zu kochen. Muschel betreten mit Intelligenz. Die Größe der Muschel reizt dich. Du fragst dich, ob du in die Muschel passt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, ich sehe hier eine riesige Muschel. Was versuche ich als allererstes als Mensch? Ich versuche, mich reinzulegen. Weil, wenn ich einen Kühlschrank sehe oder einen Backofen, versuche ich auch als allererstes, mich da reinzulegen. Oder hier, guck mal, dieser riesige Tyrannosaurus Rex. Ich versuche, mich erstmal in seinen Maul zu legen. Du kletterst in die Muschel, du passt tatsächlich hinein, aber nur wenn du in der Hocke bleibst. Das dunkle Innenleben ist matschig, weshalb du dich draufsetzt. Dein ganzer Körper entspannt sich langsam. Es ist derart gemütlich, dass es dir schwerfällt, die Augen aufzuhalten. Du ergibst dich deiner Schläfrigkeit. Als du die Augen wieder öffnest, sitzt du außerhalb der Muschel auf dem dunklen, matschigen Ding. Du
Du hast keine Ahnung, wie du aus der Muschel rausgekommen bist. Komischerweise fühlst du dich dadurch nicht beunruhigt. Zwischen deinen Beinen, in dem dunklen Innenleben eingebettet, findest du eine Flasche. Wieso? Perle zerkratzen. Du hast irgendwo gehört, dass sich aus der, dass sich aus Perlmut Heilsalbe herstellen lässt. Du nimmst deine Waffe und ziehst auf die Muschel. Du schlägst ein paar Mal darauf ein, um das Perlmut zu zerbrechen und es aus der Muschel zu nehmen. Es war zwar ermüdend, es gelingt dir aber, einiges an Perlmutstaub zu gewinnen. Ein Traum. So, Hanf behalten wir erstmal. Ah ne, die sind in Herstellung gleich. Die hatten also beide so abgeschnitten. Ja, plus 123%. So, lass uns mal eben gucken, was bringt denn jetzt Heilung plus 5? Ach so. Wer will ein besserer Heiler werden? Minus Hunger brauchen wir nichts. Minus Hunger, mehr Depression. Ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Ich will nämlich von dem dämlichen Loki das Zeug haben. Wie heißt das? So eine Wissenstafel. Und dafür brauche ich einfach 10 mal das gute Essen mit dem Obst. Und wieder ein Tag rum. Sag mir, werte Moira, ist es wahr, dass deine Leute Menschenopfer darbringen? Na klar, für so ziemlich alles, wenn du mich fragst. Was? Ist das dein Ernst? Ja, das passiert ständig. Wenn ein Häuptling stirbt, folgen seine Leibeigenen ihm auf das Steinschiff. Leibeigene? Sind das Dämonen? Sklaven. Eigentlich sind meine Schwester und ich Freigelassene. Was uns zwischen Leibeigene und richtigen Menschen stellt. Aber das ist ja schrecklich. Irgendwie schon. Wir waren enteignetes Eigentum. Aber der Mann... Oh, das habe ich aus Versehen weitergeklickt. Und er ließ uns frei. Wahrscheinlich, weil er wegen des Mordes an unserer ganzen Familie ein schlechtes Gewissen hatte. Was? Willst du mir etwa erzählen, dass es in deinem Land keine Sklaven gibt? Ich denke nicht, nein. Ich weiß es nicht wirklich. Ha, am Arsch. Die Kirche hat den Schwarzen damals die Seele abgeeignet und deshalb legitimiert, dass Schwarze als Sklaven gehalten werden dürfen. Weil gesagt wurde, die sind nicht Gottes Werk. Gesegnet seien die Unwissenden, richtig? Wie auch immer. Da wir gerade von schönen Dingen reden, was ist mit Kari? Wirst du auf Lebzeiten verdammt sein, wenn du ein Mädchen küsst? Ich denke nicht. Aber Lust ist eine der 7 Todsünden, also. Auch wenn du alles tust, was dein Gott verlangt, um seine Vergebung zu erhalten? Nun, theoretisch lässt er Gnade für die Seele walten, wenn ein Sünder um seine Vergebung bittet. Also kannst du theoretisch, wenn ein Mädchen beispielsweise ihre Lippen auf deine drückt? Ich denke, wenn ich keine Wahl habe, ist es ja nicht meine Schuld. Ich werde nur meine Gelübde brechen und sie heiraten müssen. Ansonsten ist es eine Sünde. Wow. Beruhige dich mal wieder, wilder Bär.
Du kannst nach einem einfachen Kuss nicht gleich um ihre Hand anhalten. Wenn, und ich sage, wenn es dazu kommen sollte, dann komm zu mir. Dann werde ich dir sagen, was du als nächstes tun musst. Ich glaube, Kari bringt ihn um. Und wenn Kari ihn nicht tötet, macht's Shana. Da es bei den Tributen keine Alternative gibt. Ich muss mal die Milch in Käse umwandeln. Ich vergesse es immer wieder. Es ist wieder regnerisch. Ich glaube, wenn wir ihn nochmal wachsen lassen über Nacht. Die Feuchtigkeit ist ja viel zu hoch. Tja, was fange ich mit euch allen nur an? Ich hoffe, das Seil habe ich jetzt nicht für irgendwas gebraucht. Kommen die jetzt heute Mittag schon an? Ja, er macht das super. Schön den Hanf ansammeln. Ich überlege mir einfach, ob ich es schaffen kann, die alten Schafe am Leben zu halten. Mit den beiden Ausbauten für die Ställe. Oh, meine Götter, dieses Mal bringe ich dich um. Kari rennt fluchend der Kicher in Shana in Richtung Wald hinterher. Meine Güte, die beiden kommen wohl doch nicht so gut miteinander klar. Ich hoffe, bei denen ist alles in Ordnung. Kari verliert in der Nähe eines schönen Flusses, dessen Oberfläche in der Sonne glänzt, Shanas Spur. Plötzlich springt Shana hinter einem großen Baum hervor und schubst Kari ins Wasser. Aber Kari wusste, dass Shana etwas im Schilde führte und greift nach ihrer Hand. Beide sitzen nun lachend im Wasser. Haha, du hättest den Ausdruck auf dem Gesicht meiner Mutter sehen sollen. Es war eine gute Idee, so zu tun, als hätten wir Streit. Einfacher Weg, um aus diesem langweiligen Lager hinauszukommen. Ja. Wolfsjunges Kari ist Genie.
Uns geht es hier recht gut, findest du nicht? Das Wasser ist schön und warm, es ist sonnig, es ist ruhig. Wir könnten beinahe vergessen, dass unsere Leben von einem blutrünstigen Riesenmann und seinen Handlangern bedroht wird. Shana vergisst alles, wenn Kari mit Shana ist. Shanas Kommentar macht Kari aufmerksam. Sie schaut sie an, ihre Blicke treffen sich. Shanas Gesicht ist noch nie so schön gewesen. Oder hat sie es noch nie bemerkt? Kari spürt eine Wärme in ihrem Magen, die sie dazu drängt, ihre Freundin zu küssen. Ihr Herz rast wie verrückt, doch sobald ihre Lippen sich treffen und Shana den Kuss erwidert, bleibt nur noch Wärme übrig. Ihr Kuss, der zunächst schüchtern ist, wird leidenschaftlich, als Shana die Kontrolle übernimmt. Sie schnappt nach Luft, schaut Kari mit feurigen Augen an und küsst sie erneut. Diesmal hält Shana Karis Hals, während sie ihr einen wilden Kuss gibt und ihr die Haare liebkost. Kari ist in einen Strudel neuer Gefühle geraten, die in ihrem Körper aufgekeimt sind. Sie hören auf, sich zu küssen und schauen sich eine Weile liebevoll an. Shana, das muss ein Geheimnis bleiben, versprochen. Warum? Mutter, die anderen, sie würden es nicht verstehen. Wir müssen es langsam angehen, okay? Shana wird alles für Kari tun. Und sie küssen sich erneut am Ufer des Flusses liegend, während die Strömung zärtlich ihre beinahe nackten Körper liebkost. Hinzugefügt verliebt. Sie haben alle Schmetterlinge im Bauch. Sie sind so glücklich. So toll. Und was bringt denn das? Sie sind schlecht in Konzentration, haben aber weniger Hunger und erschöpfen langsamer. Wilde Bestie. Resistenz gegen kritische Treffer oder eine hohe Initiative. Harte Schläger mit minus AP ist auch doof. Aber die muss besser werden im Kampf. Tja. Dann wollen wir mal Tierheilung 1. Tierheilung 2 wären dann auch nochmal Hanf. Zusammen mit ein paar Heilpflanzen. Und Moira hat noch ein Level-Up. Ruf des Handwerkers. Allgemein EP-Gewinn. Gewandtheit plus 10. Dämlicher Barbar. Jetzt bist du die beste Handwerkerin. Es hat den Wert von 80. Eirik wurde abgelöst. Jetzt bist du sogar... Hast sogar da drin versagt, Eirik. Da kannst du einen Salbeitrank herstellen. Macht einmal Fokus auf Heilpflanzen. Den Garten kannst du erstmal in Ruhe lassen. Stein ist immer gleich scheiße zum Holen. Moment, das Feuer eben ein bisschen anheizen. Boah, 96%. Du willst mich doch veräppeln, ey. So werde ich die Tiere nicht retten können, ey.
sehr gut. Wenigstens kam nicht noch eine Begegnung, weil es sind 30 Minuten um. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Oh, das wird wahrscheinlich auch eins meiner längsten Projekte. Auch wenn man sich bemüht, so ein bisschen schneller voranzukommen, es dauert einfach und dauert Ewigkeiten. Was soll man dazu erzählen? Ja, okay, außer dass Shana und Kari Sex haben im Wald. Das ist das Aufregendste, was passiert ist. So. Und nicht vergessen, Milch zu Käse machen diesmal. Sonst schreiben mich die Leute in den Kommentaren wieder an. So, in dem Sinne, bis morgen. Tschüle, euer Imperator. Thank you.